Also, wie fühlt sich an, heute hier 24 die klügsten Köpfe Österreichs ausgestochen zu haben? Es fühlt sich unglaublich an, also unbeschreiblich. Man hört es im Hintergrund, es sind da so viele Leute und davon einer zu sein, der ganz vorne steht, das ist unbeschreiblich. Und hättest du dir von Anfang an Chancen auf den Sieg ausgerechnet? Na, ich glaube, bei der Konkurrenz kann man sich das nicht, kann man nicht erwarten, dass man gewinnt. Das ist immer, hängt von der Tagesverfassung ab und die anderen sind also stark, also man kann es nicht erwarten, dass man da gewinnt. Super. Und wie bereitest du dich jetzt aufs große Finale am 7. Mai vor? Ich werde auf jeden Fall weiterhin alle Zeitungen lesen, die ich in die Finger kriegen kann und alle Informationen aufsaugen, die mir so entgegenschwappen. Aber man kann sie im Endeffekt eh nicht vorbereiten, weil die Fragen immer anders kommen, als man sie erwartet. Stimmt, aber wir wünschen dir alles Gute. Danke.